momentan hier, diese Kooperative? Die Kooperative ist deren Lebensgrundlage. Die Kooperative existiert seit 28, 29 Jahren von Pionieren, von Visionären, Pionieren gegründet worden. Leute, die damals sehr viele Probleme mit dem Zwischenhandel hatten. Das war der Hauptgrund, die wurden von Zwischenhändlern ausgebeutet. Dadurch bekamen sie für ihr Grundprodukt kaum was. Die Kooperative ist deren Lebenswerk. Wir haben heute mehrere von den Pionieren hier noch präsent gehabt. 800 Familien, 800 Bauernfamilien leben direkt von dieser Kooperative, von der Zentralgenossenschaft, und 1200 assoziierte Familien, die zwar noch keine Genossen sind, aber die auf dem Weg sind, das zu werden. 2000 Familien mal 7 bis 8 Familienmitglieder, da braucht man keinen Taschenrechner, um zu wissen, wie wichtig und wertvoll das für das Anbauland im Alto Beni ist. Was ist denn das Besondere an dieser Kooperative? Was ist das Besondere an dem Kakao, der hier produziert wird? Besonders an dem Kakao ist, dass es einmal Öko-Kakao ist. Das Besondere an dem Kakao ist, dass es von Kleinbauern, produziert wird. Die ganze Produktionskette wird von Kleinbauern gemanagt. Von der Produktion, von der Zertifizierung, über die Veredelung und die Vermarktung. Und da haben natürlich die deutsche Kooperation wichtige Arbeit geleistet. Nicht nur der Deutsche Entwicklungsdienst, zu dem ich gehöre, sondern auch wichtige Institutionen in Deutschland, von denen ich sehr viel Respekt habe, wie Rapunzel, Naturland, später GEPA. Ganz wichtige Institutionen, die das überhaupt ermöglichen. Wie wichtig ist denn überhaupt, Sie haben es ja angesprochen, die deutsche Entwicklungshilfe, dass Deutschland hier Geld gibt? Wie wichtig ist das? Nun, in eigener Sache kann ich natürlich nur sagen, das ist unheimlich wichtig. Aber jetzt mal objektiv gesehen, gerade unsere Institution, der DED, der Entwicklungshelfer für einen gewissen Zeitraum entsendet, leistet hier wirklich ganz wichtige Basisarbeit. Wir arbeiten hier immer noch auf der Mikro- und Meso-Ebene, nicht weit hoch im Makrobereich auf Präfekturen, Ministerien. Wir arbeiten, das haben Sie auch heute gesehen, noch mit den Leuten von der Pike an, mit der Machete im Busch, um Wissen zu vermitteln, natürlich nicht mehr um Parzellen zu installieren, aber auch noch sind wir heute in der Lage, das Wissen, das Basiswissen weiterzugeben. Zum anderen, um das zu Ende, Ihre Frage zu Ende zu beantworten, haben Sie auch gesehen, haben wir sehr viele Texte, technische Texte veröffentlicht in den letzten Jahren, wo dieses Wissen dann mit den Bauern zusammen veröffentlicht wurde und dokumentiert wurde. Ist der Kakaoanbau eine Alternative zum Beispiel zum Coca-Anbau? Fragen Sie mich jetzt als Münsterländer Bauernsohn oder fragen Sie mich als Betriebswirtschaftler und Volkswirt? Wie ist die Frage? Ja, ich frage Sie einfach, was für die Menschen hier, also können die, wenn die Kakao anbauen, ist das für Sie eine Alternative zur Coca-Anbau? Können Sie damit genauso viel Geld verdienen, wie wenn Sie Coca anbauen? Natürlich nicht. Coca-Anbau, der nicht für die bolivianische kulturelle Verarbeitung, das Kauen von Coca-Blättern oder für Coca-Tee oder für einige Sachen, die für Touristen hergestellt werden, wie Shampoo aus Coca oder Seife, das geht in die Kokainproduktion. Das kann man auch so offen sagen. Und es besteht die Gefahr, dass ein Großteil in die Kokainproduktion geht. Wenn man hier den Großmarktpreis, wenn es sowas überhaupt gibt, für Kokain berechnet, von 3.000 bis 4.000 Dollar und 300 Kilo trockene Coca-Blätter für ein Kilo Kokain braucht, dann ist das konkurrenzlos. Dann kann ich noch so schöne Apfelsinen oder Kakao anbauen. Rein betriebswirtschaftlich ist Coca nicht zu schlagen. Merken Sie denn bei den Bauern hier, dass ein Verständnis dafür besteht, dass man sagt, okay, wir machen lieber nicht Coca, sondern machen lieber Kakao, auch wenn wir weniger damit verdienen? Klar, ich meine, die Gesetzgebung in Bolivien sieht es einfach vor, dass exzedentale, überschüssige Coca nicht legal vermarktet werden kann und darf. Dafür gibt es Gesetze. Die werden dann beschlagnahmt, es werden Höfe interveniert, es werden die Leute zusammengetrieben, es werden Sachen gemacht, die manchmal unangenehm sind, aber die auch notwendig sind, um das in den Griff zu bekommen. Nicht, dass ich das gutheiße. Es liegt keinem Bauern im Alto Beni anheim, dass irgendwann nachts die Polizei mit 3 Jeeps auftaucht und die Häuser durchsucht und irgendwelche Sachen über sich ergehen lassen müssen. Die möchten schon innerhalb einer Gesetzgebung würdig leben. Die möchten wie mündige Bürger behandelt werden. Und deswegen bauen sie keine Coca an.